Technik. Ja. So, dann starten wir den Stream halt eben nochmal neu. Macht ja nichts. Passt schon. Und ja. Das schaut soweit ganz gut aus. Das passt auch. Jetzt ist die Frage, hast du Lust, Kriegspunkte zu benutzen oder nicht? Also ich brauche jetzt eigentlich keine, ne. Okay, ich benutze nämlich auch keine. Dann lassen wir das erstmal, wie es ist. Zumindest auf dieser Karte. Gut. Wo wird denn jetzt gespielt? Wir spielen jetzt auf Angmar. Ja, dafür Genau. habe ich allerdings auch gestimmt. Wie, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Also ich denke mal, von mir aus können wir dann auch schon Ja, starten. kannst loslegen, ja. Gut. Der Stream müsste jetzt laufen. Sollte er. Das passt alles. Und dann schauen wir einfach mal, wie das wird. Okay. Dann lege ich jetzt hier auf und dann sehen wir uns im Spiel. Ja, mach das. Viel Glück. Ja, Bitte. danke. So, das haben wir gemacht. Stream läuft. Passt. Regeln passen. Und los geht's. Und ich habe keine Ahnung, wie das wird. Weil er nimmt Zwerge, ja. Und er spielt mit Zwergen eigentlich meistens ziemlich gut, habe ich das Gefühl. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten machen soll. Ob ich dann Reiter starten mache oder nicht. Zumindest sind wieder die Startposition ähnlich. Sie müssten cross sein, also gegenüberliegend. So, M ist natürlich ein sehr schlechter Hotkey. Das wissen wir ja bereits. Was nehmen wir denn am Anfang? Ich glaube, ich nehme die Todesbrise. Die gefällt mir am besten. Die bringt einfach am meisten. Ob ich mit Walda? Nee, ich glaube, ich spiele mit Karsh. So früh wie es halt geht, ne? Und dann sehen wir schon. So. Da bauen. Mühle hin. So, da oben. Es müsste passen. Es gibt Trolle, da muss ich aufpassen. Das ist halt das Ding mit den Trollen. Ich glaube, ich hole mir am Anfang die Reiter. Die sind mobil. Damit halte ich ihn auf Trab. Ich kann nach Minen scouten, die bei mir in der Nähe sind. Ich glaube, das macht einfach am meisten Sinn. Von dem her wird das wahrscheinlich mein Ziel sein. Ja. Also das müsste am meisten Sinn machen. Es gibt auch ein paar Ork-Dinger, glaube ich. Aber das sehen wir dann alles gleich, wie das ausschaut. So, 70% ist gar nicht so schlecht. Ja. Dann gucken wir mal. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Ich bin die Faust Angmars. Leibeigene, So. mir nach. Also, die Wölfe sind Ich schicke teuer. unsere Wolfsreiter in die Schlacht. Keine Widerrede, ihr Würmer. Wir sind hier fertig. Uns gehen die Rohstoffe aus. Ja, ich brauche noch einen Zuchtmeister. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. So. Wir bauen für die Eisen. Ihr macht, was euch gesagt Ja, wird. jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am geschicktesten Aufwärts, ihr anstellen. Fußpelze. Schneller oder ihr langt meine Keule kennen. Lasst die Tode, ihr werdet hier kneifen. So, hier hat es einen ganz guten Platz. Ich muss sehr gut aufpassen, dass ich nicht in irgendwo in einen Haufen von Wir haben unsere Befehle. Blödzeugs reinrennen. Das wäre sehr Ich blöd. spreche aus der Stelle des Hexenkönigs. Ich befehle die Leibeigenen. Die Schlacht wartet. So. Hört mir zu, ihr Keine Widerrede, ihr Würmer. Das ist doch schon mal gut. Naja, ich hoffe mal, dass der noch nicht schießt. Genau. Das können wir zerstören. Das ist sehr gut. Sehr schön. Ach, das waren die da. Jetzt weiß ich nicht, wie gut da Trolle sind. Dort können wir nichts bauen.
Ja, aber irgendwo da müssen wir bauen können, das ist das Problem. Ja. Schauen wir mal. Das ist gut. Das war gar nicht so schlecht. So, jetzt muss ich auch hier aber weg. Ja, genau deswegen. Okay. Den Gollum, den holen wir uns. Wer weiß, wofür er mal nützlich wird. Na, wer weiß das schon. Ah, schaut's mal. So. Ist es die Frage? Gut, die sterben. Dafür kann ich das allerdings zerstören. Das ist gar nicht so schlecht. Genau. Also das können wir zerstören. Dann creepen wir den Troll. So. Ja, den ignoriert er bitte. So, dann die Mine noch vernichten. Genau. Das müsste passen. Na? Ist die Frage, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Okay, dann hauen wir hier ab. Wenn wir es noch schaffen? Nein, natürlich nicht. Das war jetzt teuer. Gut, jetzt hat er den Ring. Ist natürlich nicht toll. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern. So. Aber das war jetzt ein bisschen teuer. So. Ich führe unsere Wolfsreiter in die Schlacht. Schau mal, wunderbar. Keine Widerrede. Wir müssen ihnen den Stein entreißen. Ja, die Frage ist nur wie. Das ist die ganz große Frage. Wie? Ah ja, hier hat er ja was. Oh, hier hat er so einiges. Hier muss ich lang. Okay, die sind ein bisschen stark. Wie teuer ist denn das? Nur 300, also das ist günstig. Da warten wir noch. So. Es müsste laufen. Ich glaube, es müsste laufen. So. Schauen wir mal, ob das so läuft, wie ich mir das wünsche. Ja, das sieht gut aus. Bis auf, dass der Reiter da reinrennt. Aber die sind da gut tot. Die Axtschleuderer da drauf. So. Na? Schaffen wir das noch? Schaut nicht so aus. Der hat eine ganze Menge Zeug. Vielleicht hauen wir hier doch ab. Okay. Ne, da müssen wir jetzt kurz abhauen. Das ist zu böse. Das ist doch ein bisschen sehr böse.
Frage ist, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich hole mir tatsächlich diesen Tempel des Zwielichts und probiere das mit denen aus. Ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche, weiß ich noch nicht. Das wird man sehen. Ja, Bogenschützen hätte ich schon gern. Ich muss ihn so ein bisschen aus der Reserve locken. Nur ob ich das hinkriege, ist die Frage. Ja, genau. Das ist gut. So. Noch ein Baumeister getötet. Sehr gut. Was kommt da? Oh, das ist gut. So, und töten, töten, töten. Nice. So. Schauen wir mal mit diesem Seelenquell, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Oh, das ist gut. Wenn ich das Zeug zerstören kann. Das ist sehr gut. So, ich kann Orks rufen. Mache ich jetzt auch. So, die dort angreifen lassen. So. Genau. So, dann ein paar Reiter. Das ist jetzt nicht gut. Dann warten wir lieber noch ab. Ja, weil ich brauche jetzt Lanzenträger. So, das haben wir zerstört, das ist sehr gut. Ja, ich glaube, das schaut schon ganz okay aus. So, Speerschleuderer. Ah, das ist schön. Den Streitwagen kriegen wir. Sehr schön. So. Jetzt ist die Frage. Was können die denn? Schaden, Angriffstempo, Seelenbann. Seelenquell. Genau, Seelenquell war das. Ja, das ist ein Problem. Schauen wir mal. Ja, wo ist der Feind? Das ist die große Frage. Oh, jetzt sind da alle gestorben. LOL. Das ist natürlich nicht so geil. So.
So. Schauen wir mal. Wo sind meine Dingsleute? Na gut, die machen das schon. Da kommt jetzt ein Prinz. So, das ist zerstört. Ich muss halt mehr Schaden machen, das ist ganz wichtig. So, das passt. Das passt auch. Okay. Ja, sehr interessant. Ah, schafft's der Prinz Brand noch? Das ist jetzt die ganz große Frage. Schafft er das oder schafft er das nicht? Dafür haben wir nicht genug Rohstoffe. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich sollte mich mal kurz zurückziehen. Es dürfte am meisten Sinn machen. Und dann den Turm da hinten noch zerstören. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Ich bringe den Untergang. Ich gehe. Ich befehle die Leibeigenen. Ich befehle die Lanzenträger der Hügel. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? So. Dafür haben wir nicht genug Ruhe. Die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Naja. Ihr wartet Arbeit auf euch! Keine Widerlesung, ihr Würmer! Verteilt unsere Truppen! Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs! Ich bin die Faust Anmars! Ach, da sind Leute drin! Ah, okay. Das ist sehr interessant. Also jetzt habe ich die Frage, schaffe ich den Turm? Oder schaffe ich ihn nicht? Aber ich müsste ihn eigentlich schaffen. Ne? Oder hat er noch reparieren? Das wäre jetzt sehr böse. Nein. Hat kein Reparieren mehr. Damit sind die dann auch tot. Das ist sehr gut. Okay. Schön, schön. Boah, macht der Schaden, ist ja abartig. Ich glaube, ich hole mir jetzt dann eine Schmiede. Wo sind die? Da. Hat der das alles zerstört? Ist ja abartig. Also der hat sehr gute Kontrolle mit dem Schwachsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr gute Kontrolle. Was das angeht, hat er sehr gute Kontrolle. Aber jetzt schauen wir mal, inwiefern wir hier nicht was zerstören können. Wir werden diesen auch nehmen. Meine Diener sind
Schauen wir mal. Was und wie das macht, keine Ahnung. Weiß ich halt leider wirklich nicht, das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung. So, Katapult. Jetzt muss ich eigentlich nur noch durchhalten, bis die Katapulte fertig sind. Wann sollte ich das gewonnen haben? Eigentlich ist das der Plan. Ja. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Feindlich haben wir noch allein Schaden, betroffen von sich ein Tod, genau. Ich befehlige die Leibeigenen, ich befehlige die Lanzenträger der Hügel, keine Widerrede, ihr Würmer. Ruhe, ihr Magen, wir haben unsere Befehle. Vorwärts, aufschließen. So. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Vorwärts, ihr Faulen. Das können wir noch zerstören. Alles nieder. Ich übernehme das Kommando. Na los. So, der dürfte jetzt tot sein. Genau. Frage ist, schafft er das? Oder schafft er es nicht? So. Die Riesen sind fertig. Er kann sich halt so einbunkern, aber das ist eigentlich immer die falsche Strategie. GG. Also, haben wir es doch irgendwie verteidigt. Trotz Ringverlust. Auch schöner Flächenschaden. Ja, nee, die Türme sind alle kaputt. Aha. Ich sehe schon, wo er dahin will, aber eigentlich... geht das nicht. Also es müsste Ende sein. Ja. Müsste ziemlich vorbei sein. Haben wir es doch noch irgendwie rumgerissen. War ja teilweise doch ein bisschen kritisch. Was bringt das hier? Ja. Nicht so geil. Ja, da hat er seine Baumeister, die er versucht wegzuhauen. Aber die sammeln wir natürlich ein. So, bilden wir nochmal aus. Ein Karsch könnten wir auch noch ausbilden. Der soll ja ganz gut sein. Ich glaube, wir haben gewonnen. Glaube ich mal. Sollte so sein. Wo hat dann jetzt noch was? Ja doch, GG habe ich geschrieben. Okay. Puh. Das war knackig. Ja. Ein bisschen zu sehr gebunkert, glaube ich. Ein bisschen zu sehr gebunkert. Und ja, das Reiter-Opening hat sich wieder ausgezahlt. Ich habe wieder, ich glaube, zwei Minen zerstört. Das ist schon am Anfang. Klar, ich habe sauschlecht getradet hier. Ne? Aber ich habe auch viermal
Ja, 3 bis 4 Mal mehr ausgebildet, dann geht das. Dann geht das. Ja. Ich habe kein einziges Gebäude verloren. Er war nie auf meiner Seite der Karte. Doppelt so viele Rohstoffe gesammelt. Wir haben genau gleich viel in Gebäude investiert. Das ist schon sehr interessant. Okay. Dann, hoffentlich hat das mit dem Stream geklappt. Schaut aber ganz gut aus. Dann machen wir jetzt hier gleich mal... Dum dum dum. Angmar verteidigt. Und dann rufen wir hier an. Und da jetzt schon. Ah. Hallöchen. Hi. Hallo. Du hast bei mir ein Kreuz. In Tangel. Gut, dann müssen wir alles nochmal schließen und alles nochmal neu aufmachen. Okay. Gut gespielt übrigens. Ja, danke. Das war... Die Magier haben zwar überhaupt gar nichts gemacht, aber okay. Hast du überhaupt mal mit denen geheilt? Ich habe irgendwie versucht, irgendwas zu machen, aber keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Wenn dann was irgendwie lag. Die waren ziemlich, ziemlich zufällig. Ja, ich wusste nicht mehr, ob Seelenquell das Gute war oder das mit dem Leichenschauer. Plötzlich hat Seelenquell. Das ja, aber das hat nie funktioniert. Das hat nie... Ich krieg's nicht hin. Keine Ahnung. Du musst, wie gesagt, ich erklär's dir nochmal kurz. Du musst einfach das anklicken, dann bildet's das aus und dann musst du die Fähigkeit nochmal anklicken und dann auf feindliche Einheiten. Okay, ja. Der Kreis, wo die 3 Krabbenhäute, wenn du genau drauf guckst, ist es ein Kreis einfach mit 3 Krabbenhäuten. Alle in dem Zielgebiet, wenn sie sterben, werden zu Grabumholten. Im okay. großen Umfang werden aber alle geheilt. Okay. Das ist eigentlich so das. Ja. Ja, gut. Ja, okay, so. Jetzt hast du kein Kreuz mehr. Dafür habe ich wieder Werbung. Sehr schön. Okay. Ja, ich hab. Die Werbung ist so unnötig. Ja. Ich verstehe das auch am Fernsehen nicht. Immer wenn spannendes Werbung. Aber ich frage mich, wer lässt sich davon beeinflussen, dass er auf jeden Fall das kaufen will? Ach, gibt's wahrscheinlich genug, sonst wird's keiner machen, also. Ja, aber ich glaube nie, dass. Also, einmal jetzt bei einem Tablet habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt, weil ich das so haben wollte. Aber an sich ist es, glaube ich, so Haargel, wo man eh immer hat zu Hause oder so. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist wohl wahr. Neue so. Generation von Braun. Uff, das wird eine knackige Map. In Rohn. Ich habe keine Ahnung von der Karte. Verdammt, dann hätte ich Kuhn nehmen sollen. Aber die kenne ich ja so gut wie gar nicht. Ach, ich bin Verteidiger, ne? Ja. Was muss ich nehmen? Muss ich irgendwas nehmen oder aussuchen? Du kannst machen, wie du möchtest. Nehme ein Steve. Ich überleg grad. Ich nehme Beobachter. Viel Spaß, ihn zu besiegen. Er kann mich halt auch nicht besiegen. Ich glaube, ich gewinne instant, wenn das Spiel losgeht, weil ich der einzige Spieler bin, der eine Festung hat. Naja, du musst... Also ich hatte schon mal, dass irgendwie wir zu dritt waren und gegen keinen gespielt haben und das Spiel ist losgegangen und dann mussten wir irgendwie alle Trolle vernichtet. Das ging einfach nie zu Ende. Ha, okay. Komisch. Ach man, ich überleg grad. Du musst Mordor nehmen. Was ist gut gegen Mordor? Ich weiß nicht, ob ich auch Zwerge nehmen könnte, aber Rune ist nicht mehr so nördlich, dass Zwerge wirklich... Also ich weiß nicht, das ist grenzwertig, ne? Rune und Zwerge, also verstehen sich eigentlich nicht so. Die sind eigentlich eher verfeindet. Nee, ich meine jetzt von der Karte her. Rune ist ja... Aber Rune da ist viel zu südlich. Schon, ne? Eisenberg ist Zwerge, da bin ich mir sicher. Ja, das auf jeden Fall. Aber Rune, Zwerge nehmen, ich weiß, das passt nicht so genau. Ja. Boah, ich hab keine Ahnung, was ich nehmen soll. Das ist halt... Ja, okay.
Schauen Kannst du Orks spielen? Nee. Kannst du nicht vergessen. Ich spiele Elben. Autsch. Da habe ich keine Ahnung, wie das ausgeht. Das wird ein sehr spannendes Spiel, das weiß ich jetzt schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, das glaube ich, das wird sehr spannend. Ja. Naja. Wir werden es sehen. Ich habe halt nichts, mit dem ich halt attacken kann. Das ist halt so die Schwach. Gibt schon ein paar Bäume. Wir werden es sehen. Ja, aber die sind halt so empfindlich gegen die Katapulte von Mordor mit dem Feuer. Naja, dir wird schon was einfallen. Ach so, Dings, willst du Kriegspunkte benutzen? Nee. Gut, mach ich auch nicht. Gut, dann sind wir damit durch. Dann würde ich sagen, wir starten gleich, ne? Jo. Alles klar, viel Spaß. Viel Spaß. Tatsächlich 4 Leute gerade online im Stream, gefällt mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Ab und zu gucke ich da doch mal rein. Gut. Dann geht's los. Mordor gegen Elben. Da weiß ich halt jetzt wirklich nicht, was ich tun soll. Gegen Elben, weil Elben haben starke Bogenschützen. Und die Reiter sind auch nicht schlecht. Ich werd viel auf die Helden setzen müssen, denke ich mal. Ja. Also Spam, so Ork-Spam. Hin und her, weiß ich noch nicht. Vielleicht creepe ich auch einfach nur, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt ein bisschen langsamer an und creepe. Oder ich spiele 4 Pits. Das soll auch funktionieren können, dass du wirklich... Aber ist halt sehr... Ich weiß es nicht. Ich muss schauen. Ich denke, es wird wieder Crossborn sein. Das wird anstrengend. Schauen wir mal. Nee, ich nehm's Auge. Ich nehm's Auge. Ich will wissen, sind es Reiter oder nicht? Ich muss das einfach wissen. Das ist sehr wichtig. So, ich spiele jetzt mal Greedy. Ich spiele jetzt einfach mal Greedy. Was baut denn der? Ich sehe halt seine Gebäude nicht. Okay, eine Kaserne. Das ist schon mal ganz gut, wenn ich das weiß. Noch ein Malorenbaum. Was ist denn das erste, was er ausbildet? Vielleicht kriege ich da noch einen Spot drauf. Oh, wie teuer! Oh, das ist das halt, wenn man die Karte nicht kennt, ne? Wie bitter. Das war teuer, das waren jetzt 300 noch was kaputt für nix. Autsch, sehr schlechter Start. Und er, ich weiß nicht, ob er auch solche Probleme bekommen wird. Aber das tat weh. Aua. Das war jetzt unnötig und tat sehr weh. Ah, das war ja wirklich unnötig. Gefällt mir jetzt nicht, dieser Start. Das ist ja wirklich böse gewesen. Die sehen den Troll halt nicht. Wo ist denn der Troll? Ich weiß nicht, ob das läuft. Das ist... Da muss man sehr aufpassen mit so einem Blödtroll. Aber der greift nicht an. Jetzt kommt er, nein, doch nicht. Doch, nein, ja, doch, nein. Okay. Jetzt kommt er. Nein, haut's doch! Geht's doch nicht näher hin.
soll das denn? Also ich weiß, es gibt diesen 4 Orc Pit Spam und den probiere ich jetzt einfach mal aus. Einfach mal ausprobieren, ob das was kann, werden wir sehen. Gibt's hier nicht irgendwo Vorposten? Es gibt das da? Doch, es gibt Vorposten. Okay. Die muss ich mir holen. Und zwar sehr dringend. Ja. Was? Bogenschützen? Wollte ich gar nicht ausbilden. So. Ja, und dann noch eins. Nein, 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 nein. Ah, die Trolle machen mich fertig. Ganz im Ernst. Die machen mich fertig. Um den... Wer, wo? Aha. Es gibt halt wirklich viele. Viele Trolle hier, ne? Sehr viele Trolle. So, jetzt schauen wir mal. Reiter sehe ich noch nicht. Das Gasthaus habe ich eingenommen. Naja. Was geht da ab? Okay. Wo kann ich denn hier Bäume fällen? Gibt's da was? Ja. Den Höhlentroll schafft's er nicht. Hobbits, ja. Das heißt... Wo hat denn der das? Da oben. Die Gasthäuser hat er. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ah! Hobbit Tower. Okay. Das ist sehr interessant. Das ist sogar wirklich interessant. Weil da kann ich unmöglich angreifen. Das geht halt nicht. Also ich könnte, aber das wäre dämlich. Flammen? Ah! Das ist halt die Frage, ne? Der hat den Ring. Wow. Weiß doch gar nicht, was ich wo wie machen soll. Schauen wir mal, ob wir das hier alles zerstören können. Die Feuerbomben gefallen mir eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich habe den Ring. Könntest du, Hampelmann, bitte den Ring hier runterbringen?
So, und dann gibt's hier ein Karmul. Na los. Ja, ausgerechnet die sollten eigentlich... So, die haben das zerstört. Schauen wir mal, ob wir hier noch bauen können. Ja, vielleicht kann ich hier den Turm sogar zerstören. Wer weiß. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber eigentlich will ich das schon weghaben hier. Na? So. Es bringt zwar nichts, dieser ungezähmte Verbündeter, aber danach kann ich halt ordentlich loslegen. Das ist dann auch nicht so schlecht. Was ist denn das für ein Hotkey? K? C. C ist okay. Komm schon. So, schauen wir mal. Ich denke mal, es schaut soweit ganz gut aus. Schauen wir mal. Der irgendwo hinfliegen kann. Das zum Beispiel zerstören oder so. Einfach nur irgendwie Schaden machen. Nervig sein und Schaden machen. Mehr will ich von dem gar nicht. Genau. So, schön gelevelt. Das Gebäude noch zerstören. Perfekt. Der gehört mir. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich bald level. So. Oh, der hat jetzt... Jetzt hat er... Das Ding ist halt, jetzt hat er was ausgerüstet, ne? Jetzt hat er Ausrüstung. Und... Puh, da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am geschicktesten anstelle. Vielleicht, dass ich hier... hier was aufbaue. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht sollte ich auch Sauron holen. Ich weiß es einfach noch nicht. Keine Ahnung. Wie viel kosten das? Ja. Okay. Ja. Das habe ich auch gerade gemerkt. Ich meine, ein paar Einheiten müssen halt weg, ne? Wo ist der Feind? Da ist der Feind. So. Ja, so viele brauche ich da gar nicht ausrüsten. So. Wow, der stirbt ja instant.
Nix wie weg da. Hier hat er jetzt einen schönen Helden. Das müssen wir ausrüsten. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Ich werde mehr Korsarenzeugs brauchen. Weil da sind die Elben schon sehr stark. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was das angeht, sind sie wirklich ziemlich mächtig. Ja, Feuerpfeile hätte ich halt gerne. Ich habe halt irgendwie auch gar kein Geld. Na, gar kein Geld. Kein Geld für mich. So, Feuerpfeile. Schauen wir mal, ob die was bringen. Ich bin mir da nicht so sicher. Da ist er halt stark aufgestellt, ne? Da muss ich mit Katapulten rein. Werde ich aber auch machen. Hallo? Hallo? So. Mal sehen, ob wir irgendwo noch hingehen können. Vielleicht können wir nochmal was abgreifen. Ah ja, Baumeister. Den können wir probieren. Na, und tot? Schön. So, nichts wie abhauen hier. So, die in Position. Dann wieder bauen. Ja, das ist gut. Schauen wir mal. Nein, 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 weg, 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 weg. Huh, das war knapp. Das Ding muss halt weg. Genau. Die Statue. Die muss weg. So, die ist weg. Stück für Stück immer weiter nach vorne preschen. So. So. Na, ich weiß nicht, wie viel Schaden die Katapulte hier machen. Gehen wir mal einfach rein. Schauen wir mal. Das Schöne ist, der hat es zwar ausgerüstet, aber die Fellbestien kommen jetzt gut rein. Ja. Es müsste jetzt ordentlich knallen. Die da. Die da. Oh, warte mal. Dahin. Den hat's zerstört. Der Held ist tot. Vielleicht stirbt der auch noch. Das Schöne ist, ich habe jetzt das Bombardement. Man kann jetzt hier richtig schön draufhauen. Kann die Schmiede zerstören, dann gibt es auch keine Upgrades mehr. Dürfte es zumindest dann nicht mehr geben. Puh. GG! Wir haben es geschafft, mit Mordor. Ich glaube, gegen Zwerge hätte das viel, viel schlimmer ausgesehen. Aber es hat funktioniert. Auch wenn ich am Anfang sehr schlecht gespielt habe, das Schlachthaus zu verlieren, war böse. Ein sehr böser Fehler.
Aber gut, das hat funktioniert. Kann stolz auf mich sein. Ich beende dann auch gleich hier die Aufnahme bzw. den Stream. Bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen. Oben dann wieder die Abstimmung des I auf YouTube. Nicht vergessen, wo ihr das nächste Mal angreifen wollt. Und dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.